Was geht ab, Freunde? Stefan hier von FIFA und herzlich willkommen zur 42. Episode unserer Pack Road to Glory. Ja, wir haben nach langer Zeit mal wieder was verkauft. Ich meine, die letzten 2-3 Episoden war es ja mal so, dass wir nichts verkauft haben. Jetzt haben wir wieder ordentlich was verkauft. 90.000 Münzen am Start. Das heißt, wir ziehen natürlich ja wie immer eigentlich 2 Packs, weil wir wollen ja auch in den nächsten Episoden weitere Packs ziehen. Nicht, dass wir jetzt alles verballern und dann irgendwie keine Münzen mehr haben, um weitere Packs zu ziehen. Deswegen geht's jetzt los mit dem ersten 7500er Pack. Mit Messi drauf, Messi drin. Nein, wir haben Fernandinho, ein linker Flügelspieler aus Atletico Mineiro, glaube ich. 85er Tempo. Ich bin mir nicht sicher. 3 Sterne Skills, aber könnte dann auch 4 sein, aber eher 3, glaube ich. Ansonsten noch ein Chemiestil mit Wall für einen Torwart. Den Rest legen wir dann ab und dann kommen wir auch direkt zum zweiten Pack. Mal gucken, was wir da drin haben. Er dreht sich doch, der Ball dreht sich. Wir haben drin Keane von Los Angeles, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also Keane war früher, glaube ich, mal gut. Mittlerweile ist er in die Jahre gekommen, spielt deswegen jetzt in Amerika. Ja, das Pack war richtig für einen Popbach. Da war gar nichts Gutes drin, können wir nichts gebrauchen. Deswegen gehen wir jetzt direkt mal ja, zum Zocken. Wir wollen natürlich jetzt ein Spiel bestreiten mit dem Barclays Premier League Team. Suchen wir unseren ersten Gegner, haben den dann auch ja, mal gefunden, ne? Ja, gerade bei mir spackt irgendwie hier Sony Vegas ab. Irgendwie geht das alles ein bisschen zu schnell. Jedenfalls sehen wir hier das gegnerische Team. Ein Bundesliga-Team mit Prince Boateng, mit Mandzukic, mit Aubameyang. Also richtig gute Spieler da drin. Naldo und Santana in der Innenverteidigung. Geht los mit der ersten Szene. Zack, haben wir den hier schön vernascht mit dem Scoop-Turn. Weiter geht's jetzt hier auf André Schürrle. Apfelschürrle kann leider nicht treffen. Das war die dicke Gelegenheit hier zum 1-0. Aber leider saß der nicht. Weiter geht's hier über Apfelschürrle. Was macht der? Der choppt sich hier wunderbar vorbei, spielt weiter auf Matic, Ballrolle, probiert's dann mit der Wumme. Doch wo ging der denn hin? Das war ja nur ein Schüsschen. Ja, und dann kommt der weite Pass auf Marco Reus, der Torwart. Wie so ein Baumpflücker läuft er da rum. Keine Ahnung, was mit dem los war, mit diesem Chesney. Ja, und dann natürlich hier nochmal eine dicke Gelegenheit, wird hier klar umgefault. Guck mal, und dann, bam, dann hauen wir den um. Was gibt's natürlich? Natürlich gibt's einen Freistoß. Leck mich am Zuckerli, was ist das denn? Und dann guckt euch das mal an. Mandzukic kommt da mit Glück durch, spielt auf Aubameyang. Was ist das da für ein Abwehrverhalten? Der Torwart läuft da wieder wie so ein blinder Typ rum. Keine Ahnung, was mit dem los war. Ihr kennt doch dieses Sprichwort, ich war auf 180, ne, Freunde? Ich war auf 2000. Auf 2000 war ich. Ich war so abgefuckt. Vor allem nach dieser Situation. Warum macht Marta da nicht mehr draus? Ja, und dann haben wir in der zweiten Hälfte nochmal eine schicke Gelegenheit. Remy wird hier erstmal umgefault. Der Gegner war nur am Grätschen. Dann machen wir da keine Flanke, sondern gehen nochmal vorbei, spielen auf Remy. Der geht hier dann nochmal vorbei mit dem Scoop, denn der Gegner wie so ein Vollidiot am Grätschen, ja, und dann geht der Ball leider rüber. Wir hatten ja so die Gelegenheiten, aber leider ging der Ball nicht rein. Hier nochmal mit Walker eine ganz gute Situation, aber der Torwart ist da einfach sicher drin, hält den Ball. Und nun schaut euch das an, Aubameyang, der läuft einfach die Linie entlang, bringt die Flanke rein. Ey, und jetzt, ne, Freunde, ich war so abgenervt, Freunde. Ich war, ey, ich komme kurz, ey, die ganze Zeit am Rumschreien. Ich war einfach nur am Rumschreien. Meine Mutter kam irgendwann rein, meinte, was ist los mit dir? Bist du wieder am Verlieren? Also, ja, und dann hat die das gesehen, 3-0. Die hat mich ausgelacht, Freunde. Nee, sowas nicht, aber ey, Freunde. Mein Gott, und dann hier, guck mal, ey, ich verstehe das nicht. Wie kann der Ball nicht reingehen? Normalerweise von 100 Fällen geht der Ball 99 Mal rein. Und heute war dieser Tag, da sollte einfach nichts funktionieren. Ja, Apfelschürrle, macht ihr dann nochmal den Anschlusstreffer in der 82. Minute. Aber ihr könnt euch ja denken, gebracht hat das natürlich nichts. Guck mal, der Gegner hat mich so genervt. Die ganze Zeit wartet der da einfach bei der Ecke. Drückt nicht weiter. Ja, dann haben wir verloren. 3-1, bittere Klatsche. Na, ja, Freunde, heute ist einfach nicht mein Tag gewesen. Ja, wir kriegen dann noch ein paar Münzen, 0 Punkte. Ja, wir haben uns hier aber auch ja, nicht so gut angestellt. Aber ich war, Freunde, ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren, weil ich war so in Rage, ich war so genervt. Alles war los, Jungs. Ich war einfach nur... Ja, ihr kennt das doch, wenn ihr verliert. Wenn ihr am Verlieren seid, nichts läuft, dann seid ihr einfach richtig abgefuckt. So war es bei mir und jetzt geht's weiter. Ich dachte, eigentlich macht man ja normalerweise so eine Pause, ne, von 20 Minuten, wartet ein bisschen ab, kommt runter. Aber bei mir ging es direkt weiter. Es ging direkt weiter und es ging direkt mal richtig geil weiter. Guck mal, Luis Gustavo, unser Spieler Miranda da. Was, ey, Freunde, und ey, ich war einfach sprachlos. Ich habe den Controller... Noch habe ich den nicht weggeschmissen, ne? Momentan ging es noch, ich dachte mir 1-0, da geht noch was. Fangen hier direkt mal an zu dribbeln, zack, geht das hier mit Pedro wunderbar. Zieht nochmal zurück, weil da, ja, ein bisschen eng war das schon. Und dann Iago Aspas, ich reg mich zwar immer über diese Leute auf, die weiten Pässe spielen. Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was da los war. So schlimm fand ich den Pass jetzt nicht, war eigentlich ganz okay. War auch nicht so ein Anstoßglitch da, sondern wir haben ja erstmal versucht, da rumzuscalen. Naja, was soll's, mir scheißegal, wir machen hier den Ausgleich.
Und dann geht es auch direkt weiter mit der nächsten Gelegenheit über uns. Iago Aspas, was macht er nun? Spielt weiter auf David Villa, der weiter auf Bangura, aber der kann einfach nur rennen. Der sollte lieber zu Olympia gehen, irgendwie so diese Sprintmeisterschaft mit Usain Bolt und so. Und nicht hier Fußball spielen, weil der kann einfach überhaupt nichts. Der Gegner dann mit dem weiten Pass auf Lewandowski. Und was macht Varane? Warum nimmt der den Ball an? Warum kannst du mir das mal erklären? Wir liegen dann 1-2 hinten. Ja, und dann, typisch für dieses Spiel war einfach das hier. Guck mal, bam, Fallrückzieher, aber das war einfach für den Arsch. Das war gar nichts, wie der halbherzig dahin geht. Ja, und dann schaut euch das mal an. Der Gegner versucht hier mit diesem, guck mal, den kann der mit dem Kopf, hätte ich den abgewehrt. Und der haut da, springt da kurz hoch mit der Pranke, haut der den da ins Aus, sodass wir da noch eine Ecke kassiert haben. Naja, was soll's. Wir gehen rein in die 45. Minute. Giovanni Dos Santos, was macht der nun? Bringt da mal die Flanke rein, aber da steht keiner. Dann kommt der Ball zu Song und der verzieht dann da. War, glaube ich, noch abgefälscht. Wir bekommen dann da auch kurz eine Ecke, die gucken wir uns dann an. Kommt rein auf Pepe, doch der Vollidiot genau in die Mitte. Kein Problem für den Torwart, aber guck mal jetzt bitte. Der Gegner mit der Ecke. Und was macht, ey, was macht mein Torwart da? Was macht er da? Und spätestens jetzt, nein, jetzt nicht spätestens. Ich habe den Controller, sehen Sie hier, ich habe den Controller weggeworfen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe den Controller einfach gegen die Wand gehämmert. Zum Glück ist er nicht kaputt gegangen, aber ein, zwei Schrammen sind dran. Ja, und dann hatte ich einfach, ja, keinen Bock mehr. Wir sehen es hier, der Gegner wie so ein Vollidiot. Ey, wie kann man den nicht reinmachen, ne? Versucht mir hier den Ball abzuluxen. Ich bin einfach gar nichts am Machen. Ja, dann kriegen wir hier noch das 5-1. Bam, geht da rein. Und dann jubelt er auch noch. Was macht er? Da ist er hier wie so ein Zirkus da am Jubeln. Zack, zack, zack mit den Händen. Mein Gott, war ich da abgefuckt. Ich habe mir das gar nicht mehr angeguckt. Ich war zwischendurch, war ich kurz Zähne putzen. Kam dann hier irgendwann in der 92. wieder. Ja, Lewandowski hat uns halt Dinger reingehauen, Freunde. Was für eine komische Episode. Wir haben einfach richtig abgelost. Aber heute war einfach nicht mein Tag. Was soll ich sagen, Freunde? Tut mir auf jeden Fall leid, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. War vielleicht ein bisschen lustig hier. Ey, wenn das live gewesen wäre, dieses Commentary, ne? Die ganze Zeit hätte man piep, piep, piep reinhauen müssen, weil das einfach alles nicht jugendfrei gewesen wäre. Ja, Freunde, soweit war es das jetzt mit dieser Episode. Es geht auf jeden Fall in der nächsten Episode weiter mit dem Quiz. Das verspreche ich euch jetzt hiermit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Schafft mir wieder die 1500. Dann gibt es auf jeden Fall auch in der nächsten Episode ein Quiz. Das war's soweit von mir. Macht's gut, Freunde. Haut rein. Schönen Tag noch und ciao.